Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Raving Rabbids! Beim letzten Mal haben wir Axel darum gebeten, mit Sykes über Shion zu sprechen und haben nichts Sinnvolles erfahren. Dinge, die in der Organisation so passieren. Außerdem haben wir uns überlegt, welche Mission wir als nächstes machen wollen, und dann steigen wir auch direkt damit ein mit Besiege die Doppelklinge. Gemeinsam mit Demix. Kann ja nur schief gehen. So, besiege die Doppelklinge. Hier können wir erstmal direkt das Einheitsabzeichen mitnehmen. Okay, das war einfach zu finden. Und hier haben wir eine Eisbombe, die auch einfach sofort explodiert ist. Okay. Gut, kann ich mitleben. Dann haben wir hier vorne noch eine Eisbombe. Die ist auch sofort explodiert. Ich bin mir nicht sicher, warum das passiert, aber die explodieren einfach. Vielleicht liegt es am Feuerabschluss, den ich drin habe. Auf jeden Fall haben wir hier noch einen Windsplitter drin. Yay, ist ja nicht so, als würden wir nicht schon irgendwie zwei davon als Belohnung für die Mission kriegen. Und da haben wir auch schon den Gegner gefunden. Das ging schnell. Die Doppelklinge war jetzt nicht so gut versteckt. Und hat auch eine Eisbombe mitgebracht. Hey, Eisbombe. Die auch wieder sofort explodiert ist. Ich bin mir nicht sicher, warum das passiert. Aber es passiert die ganze Zeit. Das muss wirklich irgendwie mit unserem Combo-Finisher zu tun haben. Ich meine, die Gegner sind mir sehr schnell weg. Also, will ich mich nicht allzu sehr darüber beschweren. Dadurch kriege ich ja keine Kette, wenn sie sich selber in die Luft jagen. So. Das hat diesmal funktioniert. So, bevor wir uns jetzt an die Doppelklinge ranmachen, würde ich sagen, versuchen wir mal irgendwie noch. Aua. Die Gegend zu untersuchen nach Items. Die Doppelklinge war jetzt da leider mitten im Weg. Also entweder Demix uns gerade geheilt oder wir sind gerade wieder belebt worden. Eins von beiden. Die Doppelklinge steht da gerade doof. So komme ich nicht an das Abzeichen an, das da unten, das da oben so rumfliegt. Ist ja auch ärgerlich. Dann schauen wir halt erstmal hier rein, holen uns das Qualwappen. Ich will das Qualabzeichen nämlich schon gerne haben. Und ja, wir stehen auf Männchenstufe plus. Link. Okay, das haben wir auch noch nicht. Wir haben ja schon ein besseres Stufe auf Männchen, Stehaufmännchen gekauft. Also können wir das tatsächlich nochmal anlegen. So, jetzt aber bitte, bitte das Qualabzeichen haben. Danke. So, jetzt können wir uns an die Doppelklinge machen. Die scheinbar Windzauber einsetzt. Oh, ein Spezialhändler, den wollen wir haben. Wo kommst du auf einmal her? Nee, der war abgehauen. Ärgerlich. Okay, dann haben wir der Doppelklinge mal ein paar Blitzzauber ins Gesicht. Die scheinen ordentlich Schaden zu machen. Und dann kriegst du noch ein Feuer ab. Und dann bist du schon erledigt. Oh mein Gott, der hat uns einen Donnerstein gegeben. Warum? Der hat Winterattacken eingesetzt. Warum hat er mir uns ein Item für Blitzzauberschmieden fallen gelassen. Hätte sich mehr Sinn gemacht, wenn er jetzt einen Windstein hat fallen lassen? Egal. Ich glaube, ich darf da nicht zu viel drüber nachdenken. Über die Logik in diesem Spiel. Ja, das war für mich eine ziemlich kurze Mission. Ist ja auch schön, nach den ganzen langen Missionen, die wir letzte Zeit so hatten, mal wieder eine etwas kürzere dabei zu haben. Haben wir unseren ersten Cyanidstein gekriegt. Ein seltenes Material für das Schmieden. Es posiert durch die Macht des Eises. Außerdem Eisrare-Rezepte das erste Mal und ein Donnerstein das erste Mal. Er knistert durch die Macht des Blitzes. Und vor allem Stehaufmännchen-Stufe plus. Verbindet sich mit einer Stehaufmännchen-Tafel und erhöht deren Stufe. Und Qual und Wappen, Qualabzeichen und Qualwappen und Einheitsabzeichen. Also haben wir alles Wichtige gekriegt. Tag 174. Aktion und Reaktion. Neuer Antrag in Roxas Tagebuch. Und Axel ist weg. Nein, Axel ist einfach nur da hinten. Hey Axel, hast du was Neues zu erzählen heute? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Cool. Danke für dieses tolle Gespräch. So, jetzt. Hier, das ist Feuerblock. Wo haben wir denn Stehaufmännchen? Das Bessere. Das ist auch so geformt.
Jetzt ist die Frage, wo habe ich für sowas überhaupt noch Platz? Ich habe dafür Platz, wenn ich das und das wegmache und das da oben hinsetze und dann das bessere Stehaufmännchen da reinpacke und das Stehaufmännchen wegpacke. So, dann packen wir das bessere Stehaufmännchen dahin und Stehaufmännchen Stufe Plus dahin und dann haben wir jetzt ein besseres Stehaufmännchen. Dann können wir noch eins von den Stufe hoch, die wir gerade weggenommen haben, wieder dahin packen und ja. Dann sind wir auch schon wieder fertig damit. Dann ging ja schnell. Dann können wir mal schmieden. So, mal hier vorbeischauen. Kaufen können wir ja nichts mehr. Also direkt schmieden rein. Da haben wir kein Rezept für. Wir haben jetzt Eisra-Rezepte, aber ich will kein Eisra haben. Da können wir nichts machen. Da können wir zumindest nichts von den neuen Sachen machen. Hier können wir aber uns von den neuen Sachen schmieden. Wir können nämlich den Ring des Räubers schmieden. Dann machen wir das auch einfach mal. Wenn wir es schon können, dann machen wir das auch einfach direkt. Dadurch haben wir jetzt keinen Ring des Glücks mehr, scheinbar. Das war nämlich eine der Sachen, die wir dafür brauchten. Dann müssen wir jetzt in Zukunft mal ein Auge darauf behalten, dass wir irgendwann mal wieder eine Schildtech kriegen, damit wir uns einen neuen Ring des Glücks schmieden können. Denn wir brauchen ihn nicht, aber der Komplettierung halber. Damit das Menü voller ist. Beende deine Vorbereitungen und mach dich auf den Weg. Ich bin ja schon dabei. Meine Güte. Ja, dann fangen wir halt mal mit, sammeln Herzen an. Nur wir dann Feuers und Vollgas verkriegen. Ja, und da ist eine Story, wichtige Mission ist, kriegen wir auch direkt eine Cutscene dafür, für die ganze Sache. Zurück in Halloween Town. Besiege Herzlos und sammle Herzen. Ja, das ist wieder eine von den Missionen, wo wir versteckte Herzlose haben. Yay, Gruselwürmer zerlegen. Wieder Zero suchen, damit er für uns nach versteckten Herzlosen suchen kann. Und Mega-Schattenlurche, die mal wieder einfach so aus dem Boden rauskommen. Tschüss, Mega-Schattenlurch. Was lässt du fallen? Oh, dunkle Barren lassen ihn inzwischen fallen. Okay. Hier finden wir auch schon den ersten Knochen für Zero. Hurra, wird eine von den Missionen. Nur wir ewig durch die Gegend laufen auf der Suche nach Herzlosen. Hey, hier haben wir schon mal einen Megaschatten durchgefunden. Das hilft uns nicht wirklich beim Herzen sammeln. Also nur halb so nützlich, weil halt für die Mission selber nichts bringt. Hier irgendwo was, wo wir gegenspringen können, wo wir dann was untersuchen können. Sieht nicht so aus. Hier vielleicht. Irgendwo. Nö. Ah, hier haben wir eine Schatztruhe. Die hat sich eine Schatztruhe ist mit einem Cyanidstein drin. Okay, dann habe ich hier gerade eben irgendwo das Einheitsabzeichen gesehen. Da ist es. Hier ist ein Knochen. Ah, wir können von dieses Schild da untersuchen, wo wir Gruselwürmer für kriegen. Yay, Gruselwürmer. Da war beim letzten Mal hier hinten schon was. Scheint aber diesmal nichts zu sein. Dann haben wir hier noch so einen Luftballon, in dem schon mal nichts war. Okay. Am Fallbeil selber scheint diesmal auch. Ich gehe zumindest mal davon aus, dass diesmal hier nichts ist. Zum einen ist hier direkt ein Herzloser davor gespawnt, zum anderen war hier beim letzten Mal halt schon ein Gegner drin. Da ist auch nichts. Vielleicht ist hier an dem Boden jetzt irgendwas. Hm, schaut nicht so aus. Hm. Ich könnte natürlich einfach warten, bis ich Zero irgendwann mal finde und ihm dann halt die ganze Sucharbeit überlassen, aber ich bin schneller in der Regel. Also ein paar offensichtlich merkwürdige Sachen kann man auch selber noch untersuchen, wie das da zum Beispiel. So wie diesen Gruselwurm und diesen Gruselwurm, den man da verprügeln kann. Yay. Dann haben wir hier noch einen Knochen, das ist wichtig für später, dass wir wissen, wo Knochen sind. Da ist nichts. Okay, dann können wir jetzt mal weiterlaufen. Ich sag nicht zu viel Zeit damit verschwenden, gegen alles gegen zu rennen. Aber zumindest mal gegen ein paar Sachen gegenrennen und selber suchen macht's schneller. Das sollte reichen. Was denkst du, Zero? Der Doktor hat es für mich gebaut. Was, die Lampe? An Halloween mache ich meine Lampe an und habe einen großen Auftritt. Die können sich auf eine Überraschung gefasst machen. Ich komme zu spät. Schnell zurück zum Labor des Doktors. Sei ein guter Junge, Zero. Ja, er ist ein guter Geistjunge. Hund.
Ding. Oh, jetzt springen wir hier nochmal gegen ein paar Sachen. Können das da untersuchen. Ich kann diese Laterne bestimmt anmachen, sagt Roxas. Ja, kannst du bestimmt. 4, 3, 2, 1. Kaboom! Die Lampe ist an. Ja, wer hätte sich denken können? Explodierende Sachen neben eine Laterne zu stellen, sorgt dafür, dass die Lampen angehen. Im echten Leben sind die Lampen natürlich einfach kaputt. Na, dann untersuchen wir das hier. Okay, da sind keine Gegner drin. Scheinbar. Dann untersuchen wir das hier. Da ist aber ein schwebender Geist drin. Ein Weißbrot. Ein schwebendes. Hör auf, um wegzurennen. Nee, mal ehrlich, hör auf, um wegzurennen. Wer dich gefährlichst. Wollte er aber irgendwie nicht so richtig. Okay, das können wir untersuchen. Da ist aber auch nur ein Sprung. Da ist eine Eisbombe drin. Jetzt ist da keine Eisbombe mehr drin. Und hier haben wir ein Eisrahrezept. Okay. Dann können wir das noch da hinten rüber prügeln. Und das da hinten rüber prügeln. Und dann ist auch diese Laterne an und auch diese Laterne an. Man kann, glaube ich, auch, soweit ich mich erinnere, einfach Feuer drauf einsetzen, aber wir haben halt nur limitiert viele Feuerzauber, von daher. Nehmen wir mal die Bomben, die so in der Gegend rumliegen. Und Zero ist nicht in diesem Bild, von daher müssen wir erstmal weiter. Dann schauen wir uns mal um, was in diesem Bild hier so drin ist. Eine Schatztruhe. Gut, ein guter Start mit einem Windstein drin. Und hier ist ein Grabstein mit einem Schneekristall drin. Der auch sofort explodiert ist. Okay, dann schlagen wir mal das Ding hier neben die Lampe und schlagen das Ding mal neben die Lampe und dann prügeln wir das Teil mal neben die Lampe und das Teil neben die Lampe und dann hoffen wir einfach mal, dass wir alle Lampen damit anzünden. Haben wir erfolgreich geschafft und damit geht die nächste Tür auf. Das ist ja fast so, als müssten wir Puzzle lösen oder so. Ganz was komisches. Oh Gott, zwei Schneekristalle. Okay, ich kann jetzt nicht alle meine Feuerzauber für die beiden aufwenden. Ich brauche noch ein bisschen was an Feuerzaubern für die Zukunft. Gegebenenfalls. Von daher, ja, machen wir mal so weiter. Dann kannst du mal ein Aero abkriegen, dass dir keinen Schaden macht. Okay. Hat jetzt zumindest gehofft, dass es ein bisschen Schaden macht. Hier, du brennst mal eine Runde. Hat viel zu viele Kombos gedauert, bis das Brennen mal durchgekommen ist, dafür, dass es ein feueranfälliger Gegner ist. Okay, da hat er geschafft, es mich mit einer Bodenattacke in der Luft zu stunnen, indem er auf eine erhöhte Plattform draufgesprungen ist. Was nicht besonders viel Sinn gemacht hat, was aber trotzdem passiert ist. Okay, dann gehen wir mal weiter. Wir haben schon ein paar von den Versteckten selber gefunden, sodass Zero nicht mehr ganz so viel Arbeit machen muss. Halt! Wer ist da? Ah! Nee. Ah, ihr Kinder schon wieder. Die finden das immer noch enorm lustig, Bomben auf dich zu schmeißen. Du darfst hier nicht durch. Die Straße ist gesperrt. Fang! Boah, er ist ausgewichen. Aus dem Weg. Roxas ist angepisst. Dem reicht es jetzt endgültig. Besiege die drei Imps. Okay, das sind Imps. Ich habe sie für Kinder gehalten. So, grundsätzlich. Dann versuchen wir halt mal, Furcht, Angst und Schrecken zu verprügeln. Kann ja nur schief gehen. Yay, Angst hat schon mal eine Bombe abgekriegt. Ich meine, wir haben die Bombe auch abgekriegt, aber das Wichtige ist, dass Angst die Bombe abgekriegt hat. So, Angst ist besiegt. Dann ist hier vorne Schrecken. Hey Schrecken. Was hältst du davon, einfach mal in der Ecke da hängen zu bleiben? Da wäre ich super glücklich drüber. Hätte scheinbar nicht viel von, wie ich mir das so anschaue. Und Furcht steht da hinten irgendwo in der Ecke und spammt Explosionen. Macht mir jetzt aber auch nicht so richtig viel Angst. So, da ist Furcht. Furcht, komm her. Der halt jetzt versucht vor uns wegzurennen und die ganze Zeit versucht, Kürbisbomben auf uns zu schmeißen.
Ja, jetzt liegt er auf jeden Fall erstmal auf dem Boden. Und dann sollte sich das jetzt eigentlich auch erledigt haben. Ja. Kannst du dich noch so drüber beschweren, dass ich dich verprügel? Ihr habt's verdient, mir einfach die ganze Zeit Bomben gegen den Kopf zu schmeißen. Okay, okay, wir geben auf. Hey, dann entspann dich. Sag mir, warum ihr den Weg versperrt. Wenn wir das nicht denn, müssen wir reingehen und... Ach, nichts. Und was? Was ist da? Nichts. Genau, jede Menge davon. Keine Streiche mehr versprochen. Lass gehen, bitte. Streiche? Mir in die Quere zu kommen war ein Streich? Warum? Weil es Spaß macht. Spaß? Das verstehe ich nicht. Macht es aber. Streiche sind super. Sie selbst. Ach, Mensch, Roxas. Das ist unsere Chance. Weg. Ja. Okay, einfach ein Loch in die Wand sprengen geht auch. Oder, so wie es aussah eigentlich, einfach nur schwarze Farbe an eine Wand zu schmeißen. Mir gefällt die Idee mit der Lampe ja gut, aber... Ich wünschte, die ganze Sache hätte doch etwas mehr Pep. Weg hier! Win! Zu unserem Geheimversteck! Die drei haben bestimmt nichts Gutes vor. Warte mal! Er hat eine Idee. Etwas mehr Pep? Explosionen? Das ist perfekt! Ja, explodier einfach alles an Halloween. Bissige Herzlose, sammle Herzen! Okay, jetzt nehmen wir also erstmal diese Schatztruhe hier und finden also einen Pyrostein. Dann habe ich hier hinten irgendwo noch eine andere Schatztruhe gesehen. Außerdem haben wir jetzt Zero endlich hier im Bild. Ja, hier ist ein Blitzrezept noch drin. Und damit haben wir alle 8 Schatztruhen für diese Mission auch schon gefunden. Wunderbar. Dann ist hier eine Eisbombe drin. Die Eisbombe kriegt ein Feuer ab. Okay, dann haben wir da oben noch einen. Den können wir scheinbar nur von da oben aus aktivieren. Dann haben wir hier noch so einen Ballon. Da ist noch eine Eisbombe drin. Das Feuer ist erfolgreich in den Boden geflogen, ohne was zu tun. Dann explodieren wir die Bombe halt wieder so. Ja, das muss irgendwie an unserem Feuerfinisher liegen, weil eigentlich sollten die das nicht tun. Und direkt durch die erste Combo explodieren und so. Okay, hier sind noch schwebende Geister drin. Hätte man sich auch denken können da oben, dass da irgendwelche fliegenden Gegner drin sind. Okay, dann ist der erste Geist erledigt. Damit haben wir auch das erste Missionsziel schon abgeschlossen. Wir wollen natürlich auch am zweiten arbeiten. Wir sehen ja schon, dass wir schon über das erste hinaus sind. Also haben wir offensichtlich schon ein paar Sachen gefunden. Mehr, als wir tatsächlich brauchen. Also können wir damit doch einfach weitermachen. Nein. Donnerstein gekriegt. Hier vielleicht irgendwo was untersuchen können. Sieht nicht so aus. Hier an den Gräbern vielleicht irgendwo was. Nein. Okay, dann geben wir Zero mal den Knochen. Hier Zero, du hast einen Knochen. Zeig mir mal, wo noch Herzlose sind, bitte. Na, wo fließt sie hin? Hier hinten irgendwo hin? Zeig mir, wo die Herzlosen sind. Zero. Hier? Hier. Auch mitten in der Luft. Okay. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Vor allem dadurch, dass ich da oben schon drauf gelaufen bin und sich da nichts aktiviert hat, hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass da noch irgendwas ist. Aber offensichtlich waren da noch Herzlose. 2 weitere schwebende Geister. Also nichts wirklich Gefährliches. Wie so oft. Vor allem, wenn sie dann anfangen, einfach nur vor einem wegzurennen. Okay, dann darfst du hier noch einen Knochen haben. Bitteschön. Dann holen wir uns hier noch einen neuen. Okay, Zero, wo gehst du jetzt hin? Sieht so aus, als wolltest du das Bild verlassen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder doch? Wo willst du hin? Zero. Da willst du hin. Okay. Die Eisbombe jagt sich jetzt wieder in die Luft.
Okay, die Leiste ist fast voll. Hier also noch Knochen. Und dann holen wir uns den Knochen hinten noch. Jetzt wird aber bestimmt das Bild verlassen. Es waren hier schon viele, die wir schon gefunden haben. Nein, hat hier hinten noch welche? Ja, hier hat hinten noch welche. Noch eine Eisbombe. Yay, hier, explodier mal. Ich tank die Hits einfach. Die nehmen mir so viel HP wieder, wenn ich sie erledige, dass ich danach sowieso wieder voll geheilt bin. So, jetzt ist unsere Leiste aber wirklich schon fast voll. Ich bin mir sicher, dass wir auf früheren Bildschirmen noch was verpasst haben. Und ja, er geht auch in einen früheren Bildschirm zurück. Dann ist hier doch bestimmt irgendwo noch ein Knochen. Jo, da ist noch ein Knochen. Na, hast du hier tatsächlich noch irgendwas in dem Bild? Oder gehst du wieder? Okay, du gehst schon wieder. Das heißt, hier in dem Bildschirm hatten wir selber alleine schon alles gefunden. Dann haben wir noch dieses Bild. Hast du hier noch was oder gehst du hier auch einfach? Na, hier scheint aber noch was zu haben. Okay, es ist das da. Alles klar. Noch zwei schwebende Geister. Das könnte sogar schon die komplette Leiste sein. Schwebende Geister sind ja nicht wie die Gruselwürmer, die so überhaupt nichts zu der Leiste dabei tragen. Könnte das auch schon gewesen sein. Wenn wir ein bisschen Glück haben. Donnerstein noch gekriegt, einen zusätzlichen. Noch einen schwebenden Geist hier weiter zu Ende zu prügeln. Und auch der erledigt. Ja, das war auch schon das komplette Missionsziel. Okay. Dann kannst du die Knochen haben. Weil ich nett bin. Kannst du sowieso nichts mehr zeigen, aber ich meine, ich habe einen Knochen. Dann kann der kleine Hund den auch haben. Immer nett zu Tieren sein und so. Okay. Dann hat sich die Mission ja auch schon wieder erledigt. Das ging ja doch halbwegs schnell. Dann nehmen wir hier mit den Raum und zurück zum Schloss. So. Ui, Cutscenes. Fressen wieder beide gemeinsam Eis, wie immer. Hm, kriegen wir noch was von der Unterhaltung mit? Schauen wir nicht. Okay, Mission abgeschlossen. Wir kriegen alles mal zwei. Das heißt, wir haben zwei Pyrosteine, zwei Feuer und zwei Feuerras gekriegt. Vier Eisrache-Rezepte und zwei Blitzrezepte. Wäre mir lieber gewesen, wenn wir halt Elixierrezepte oder sowas mal gekriegt hätten, aber nein. Wir haben das Einheitszeichen abgekriegt und ja, haben schon mal alles gesammelt in der Mission. Tag 175. Dann können wir eben wieder in die Schmiede reinschauen. Ich glaube, wir haben zwar nichts gefunden, aber wir können ja mal reingucken, eben schnell. Das ist eintauschen, das ist schmieden. Da ist nichts Sinnvolles und da ist nichts Sinnvolles. Gut, können wir nichts Neues schmieden. Ich hab's schon, ich habe ja fest damit gerechnet. Dann können wir das eine Feld, das wir jetzt gerade dazu gekriegt haben, noch mit einem Stufe Plus beglücken. So. Und dann können wir in die nächste Mission. Beende deine Vorbereitungen und mach dich auf den Weg. Kennen wir schon. Okay, besiegen wir jetzt zuerst den Wellenberg oder sammeln wir die Organisationsembleme? Ich würde sagen, wir besiegen zuerst den Wellenberg, weil wir dann direkt auf mal 3 kommen und dann die beiden Missionen jeweils mal 3 Belohnungen kriegen. In dieser neuen Welt ist ein Wellenberg aufgetaucht. Finde und besiege ihn. Ja, dann kriegen wir hier dann alles mal 3. Das macht Sinn. Glaube ich. Hoffe ich. Was ist es denn für eine schöne Welt? Wie gesagt, hätte man schon durchaus erkennen können. Ah, was ist es denn nun? Es ist das Nimmerland. Ja, und tatsächlich mal Teile von einer Welt, die wir nicht schon aus anderen Kingdom Hearts Spielen kennen. Ganz was Verwirrendes. Neuer Content. Das ist also Nimmerland. Wer ist nochmal der Herzlose, nach dem ich suche? Wellenberg? Er muss hier irgendwo sein. Ja, wo kann er nur sein? Rucksack. Wo kann er nur sein? Da musst du jetzt die schwere Arbeit übernehmen. So, finde den Wellenberg. Hier ist mal wieder einer von diesen fliegenden Gegnern scheinbar. Wenn wir uns so das Porträt da unten anschauen. Würde in Nimmerland ja auch Sinn machen, fliegende Gegner zu haben. Schneller, Schmie.
Häng nicht rein. Diesmal liegen wir richtig. Der Schatz muss hier sein. Wäre eine nette Abwechslung nach all den Fehlschlägen, was, Captain? Wenn wir genauso viel Glück wie beim Finden der Schatzkarten haben, sind wir bald reich. Irgendjemand wird sich gewaltig ärgern, sie verloren zu haben. Schatzkarten? Genug Rede, Schmie. Beweg die Schaufel. Hey, Captain. Jo. Beweg die Schaufel. Captain, wir sind etwas gestoßen. Oh. Es ist eine Holzbox. Ha, lass ich sehen, was es für einen Schatz wir gefunden haben. Was ist es denn? Und wie hat sich diese Klappe geöffnet, wenn keiner die Hände drin hat? Verdammt, wieder eine Niete. Beruhigen Sie sich, Captain. Wir sind noch immer auf einem Haufen anderer Karten. Ach, verflucht. Wenn wir den richtigen Schatz nicht bald finden, schnappt ihn sich noch jemand weg. Oh mein Gott, er ist von Dunkelheit umgeben. Das haben wir noch nie gesehen. Das Gold gehört zu mir. Niemand anderes darf ich haben. Niemand. Captain? Und die Astros werden von der Dunkelheit angezogen. Ah, noch mehr Herzschlose? Lauf, Schmie. Miep. Miep, miep. Miep, miep. Captain. Aye, aye, Captain. Miep, miep. Können wir jetzt jemanden bitte haben, der vor den einen Tunnelausgang an einen Felsen malt, damit die überrollt werden? Gut, jetzt kann ich die Herzlosen erledigen. Aber du sollst doch gar nicht Herzlose erledigen, du sollst den Wellenberg finden. Besiege alle Herzlosen. Oh Gott, das ist ein türkiser Mars. Marsch. Er ist türkis. Außerdem noch Luftkämpfer dabei. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Gegner nicht einfach in die freie Landschaft fliegen können, denn wir können nicht fliegen. Das wäre ja ärgerlich, wenn die das könnten und wir nicht. Ein türkiser Marsch und noch einer. Und der Luftkämpfer ist irgendwo hinter mir und verprügelt das Nichts. Kannst du mal bitte wieder runterkommen? Hallo? Ja, da ist er endlich wieder auf einer Höhe, auf der ich ihn angreifen kann. Was für ein Konzept. Yay! Und dafür kriegen wir einen Windsplitter fürs Besiegen dieses Gegners. Ich sehe da vorne das Einheitsabzeichen, das ich haben will. Ja, lauter Müll. Warum sind die Herzlosen einfach so aufgetaucht? War dieser Schatz eine Falle? Na, sind sie aus einem anderen Grund aufgetaucht? Irgendwas an dem Kerl schien etwas merkwürdig. Ist das ihr Schiff? Ich meine, sie sind dahin gerannt, also die Vermutung liegt nahe. Finde den Wellenberg. Ja, aber erstmal holen wir uns jetzt das Einheitsabzeichen. Wunderbar. Schatzruhen gibt es hier ja nicht, von daher müssen wir gar nicht großartig erkunden. Und können stattdessen geradeaus weiter Richtung Schiff laufen. Oh mein Gott, das ist Tinkerbell. Setzen Sie einen Kurs, Herr Schmie. Wohin, Captain? Dahin, wo nach der nächsten Karte ein Schatz vergraben sein soll. Ich gebe nicht auf, bevor ich Gold gefunden habe. Du wirst mir den Schatz finden und wenn du jeden Quadratzentimeter dieser Insel umgraben musst. Tinkerbell ist aus irgendeinem Grund wütend. Ich weiß nicht warum, aber sie ist aus irgendeinem Grund wütend. Puh. Mein Gott, mehr Soras. Kann ich dir helfen? Point, point. Du willst, dass ich zu diesem Schiff gehe? Nick, nick.
Aber wie? Es ist zu weit entfernt. Ich kann mir schließlich nicht einfach Flügel wachsen lassen und rüberfliegen. Ha! Ja, in der Tat. Du könntest schwimmen. Tinkerbell ist in einer überraschenden Geberlaune, einfach mal so ihren Staub für Roxas abzugeben. Das tut sie ja nicht unbedingt immer freiwillig. Hey, was ist das? Es leuchtet. Shiny. Point, point. Du willst nicht springen? Warte. Willst du damit sagen, dass ich fliegen kann? Nick, Nick. Also gut. Okay, ich glaube dir. Klar, spring einfach in deinen Tod, Roxas. Was kann schon schlimmstenfalls passieren? Mehr so raus! Whee! Wir können fliegen. Ich hab's geschafft! Ich kann fliegen! Hooray! Kriegen wir jetzt Gleiter? Bitte? Aber... Ist es an dem Zeug, das du auf mich gestreut hast? Nick, Nick. Tinkerbell ist so gesprächig. Auf Wiedersehen. Okay, was jetzt? Und soll ich zu dem Schiff? Eigentlich sollst du einen Wellenberg finden, ne? Nein, ich bin hier, um den Wellenberg zu erledigen. Tinkerbell kommt. Ich brauche deine Hilfe. Ich gebe dir sogar meinen Feenschatz, damit du fliegen kannst. Oh cool, danke. Jetzt mache ich meine Arbeit. Roxas ist gut. Tut mir leid, sie im Stich zu lassen, aber ich darf nicht riskieren, gesehen zu werden. Dem ist so ein Vorrang. Aber hier bist du ein ziemliches Arschloch, Roxas. Autogleiten. Du kannst jetzt Autogleiten verwenden. Zum Schweben drücke beim Springen Y. Mit Y kommst du höher. Mit B, um zu sinken. Drücke B, um zu sinken. Du kannst mit dem Steuerkreuz frei bewegen. Yay. Gleiter 3 Panel erhalten. Wunderbar, wir haben Gleiter. Und vor allem können wir jetzt die wunderbar genauso schwierig zu steuernde Flugsteuerung wie in Kingdom Hearts 1 benutzen. Hooray! Wie schön es doch ist, dass einem dann Blocken und sowas einfach weggenommen wird, weil hey, du hast jetzt Luftkampf. Wer braucht schon Blocken? Am I right? Du wolltest bestimmt sowieso nicht blocken können. Ist schon okay. Bin hier etwas unglücklich mit im glücklich mit der ganzen Situation. Mit der Fliegenmechanik. Das braucht wirklich nicht noch ein zweites Mal. Seit Kingdom Hearts 1 schon nur bedingt gut funktioniert. Hätte man damals erkennen müssen, eigentlich. Und es nicht nochmal zurückbringen sollen. Aber, ne. Na, Konsequenz heißt auch, Holzwege zu Ende zu gehen, ne. Gilt auch für Kingdom Hearts. Na komm, türkiser Marsch, geh kaputt. Wunderbar, er ist kaputt. Jetzt können wir dieses Ding hier untersuchen. Und es ist der Wellenberg. Wir haben ihn tatsächlich gefunden. Es gibt, glaube ich, noch andere Stellen, die wir untersuchen können, wo dann nicht Wellenberge drin sind. Und die wollen wir gleich auf jeden Fall noch untersuchen, falls wir das noch können, damit wir mehr Herzpunkte kriegen. Jetzt können wir uns erstmal um den Wellenberg kümmern. Au. Hat mir weh zu tun. Hier hat man Feuer. Das hat mich jetzt nicht so richtig beeindruckt. Hier hat man Feuer. Hat man Maero? Maero trifft scheinbar einfach nicht. Hier hat man Blitz. Oh, das hat schon mehr geholfen. Liegt vielleicht daran, dass halt beide seine Flügel und sein Körper dabei getroffen werden von dem Blitzzauber. Wobei dieser Blitzzauber überhaupt nicht getroffen hat. Aber der erledigt ihn. Mission abgeschlossen. Das war jetzt nicht so schwierig. Rückkehr erlaubt. Dunkle Tunnel geöffnet. Ja, wieder. Dann schauen wir jetzt aber erstmal, dass wir noch weitere Gegner hier in der Gegend finden. Das können wir zum Beispiel noch untersuchen. Und hier finden wir einen normalen Luftkämpfer. Und noch türkise Marsche. Märsche. Marsche. Gute Grammatik, Kevin. Stolz auf dich. Pluralbildung ist schwer. Away. Außerdem ist scheinbar einfach unser Auto gleiten dadurch abgebrochen worden, dass die Gegner mich damit getroffen haben mit den Attacken.
Weil das macht Sinn. Das Autogleiten wegzunehmen. Dafür heißt es Autogleiten, damit es nicht weggeht eigentlich. Aber. Okay. Und dann hier noch auf den Marsch einprügeln. Und da noch auf den Marsch einprügeln. Und dann hier noch so einen Luftkämpfer verprügeln. Kommt kaputt. Ein Schlag noch. Wunderbar. Der auch erledigt. Dann. Da haben wir vorgleich diesen Luftkämpfer erledigt und werden zurück zu dem Item gesetzt, das wir dafür extra aktiviert haben, weil das macht Sinn. Weil Game Design und so. Noch mehr Märsche. Die Märsche gehen mir jetzt gerade aber ziemlich auf Keks, von daher kürzen wir das Ganze mal ein bisschen ab. Da wir den Wellenberg ja sowieso schon besiegt haben, ist nicht so schlimm, wenn wir jetzt unsere Feuerzauber ein bisschen auf normale Gegner einsetzen. Sondern werden wir hier einen Luftkämpfer drin finden. Ja, woher habe ich das nur gewusst? So, da ist der Luftkämpfer. So, der nimmt mir das Anvisieren weg. Okay, der scheint von der Aero überhaupt keinen Schaden zu nehmen. Dann nimmst du hoffentlich Schaden vom Blitz. Tut er auch. Und dann werden wir wieder, weil wir den Typen besiegt haben, hier zurückgesetzt, was die beiden türkisen Märsche despawnen, die jetzt mit vollen HP wieder respawnen, weil Game Design. Also bei den manchen Sachen haben sie echt nicht nachgedacht, was Game Design angeht, ne? Nicht so clever. Oh mein Gott, das ist kein Luftkämpfer. Ich hatte fest mit einem gerechnet. Das sind türkise Märsche. Okay, da haben wir keine Feuerzauber mehr, von daher müssen jetzt andere Zauber her. Ich schätze mal, die werden auch durch Aero keinen Schaden nehmen. Doch, tun sie. Okay. Dann können wir noch die beiden Aero-Zauber als sie einsetzen. Und jetzt haben wir auch keine Zauber mehr. Außer Vita. Und das dafür wir erfolgreich diesen Gegner despawnt. Ah, da kriegen wir sogar noch Items raus. Oh, das wusste ich gar nicht. Dann sollten wir uns da dringend noch Items rausholen. Was finden wir denn hier noch? Oh, eine Potion! Yay, eine Potion! Darauf habe ich gewartet. Und noch ein Heilmittel. Ich wusste wirklich, dass wir tatsächlich noch Items rauskriegen. Das war mir vollkommen unbekannt. Einfach nur Just for Fun gerade nochmal A da drauf gedrückt. Okay, für die Zukunft merken, dass es tatsächlich auch Items für gibt. Kriegen wir hier auch noch eins? Vielleicht, aber erstmal sind hier oben irgendwo am hohen Kimmel noch Gegner gespawnt. Vollkommen außerhalb meiner Reichweite. Jetzt ist die große Frage, haben wir Äther dabei? Das würde mich gerade sich ein bisschen freuen, wenn ich zumindest ein paar Gegner schneller umhauen könnte. Haben wir Äther gefunden, zufällig. Sieht nicht so aus. Schade. Wäre auch nützlich gewesen. Oh, hier kriegen wir noch Windsplitter drin. Okay, dann ist es sogar abgesehen davon, dass wir halt Kerzpunkte und Erfahrungspunkte und Taler und sowas für diese Gegner kriegen. Auch noch nützlich, dass wir, wenn wir die Sachen untersuchen, sich auch noch Items daraus kriegen. Also wollen wir das auf jeden Fall machen. In Zukunft auch in ähnlichen Missionen. Denn im Nimmerland werden wir hauptsächlich solche Missionen haben, wo wir irgendwelche Sachen untersuchen, woraufhin dann Gegner spawnen. Das ist hier ein weit verbreitetes Gimmick im Nimmerland. Und hier haben wir noch einen Gegner. Das ist noch ein Luftkämpfer. Okay. Besiege die entdeckten Herzlosen. Machen wir. Hier haben wir noch türkise Märsche, die einfach despawned sind. Aus Gründen, die jetzt da vorne neu gespawnt sind. Aus Gründen. Das Spawnen in dieser Welt scheint auch hervorragend zu funktionieren. Kommt davon, wenn man große, weite Himmel macht, in dem man frei rumfliegen kann. Gegner aber halt trotzdem eine limitierte Reichweite fürs Existieren gibt. Macht die ganze Sache etwas komplizierter, als er sein müsste. So, dann würden wir diesen Luftkämpfer noch erledigen. Sobald wir ihn dann irgendwann mal wieder angreifen können. Ich sehe da unten im Wasser noch ein Schmiedchen, das von irgendeinem Gegner mal fallen gelassen wurde. Offensichtlich. Sollten wir es auch gleich hin. Jetzt werden wir sowieso erstmal wieder hier hingesetzt, damit wir was auch immer hier drin ist, jetzt aufsammeln können. Was ist hier? Hier ist ein Allheilmittel. Ui. Dann, genau, hier unten hatte ich das nämlich gesehen. War noch ein Schmiede-Item. Ein Leuchtstein. Jetzt nichts Wichtiges, aber ich meine, haben oder nicht haben, ne?
türkiser Marsch erledigt. Und noch ein türkiser Marsch. Hoffentlich gleich erledigt. Natürlich despawnt er und spawnt mit vollen HP 2 Meter neben dem, wo er gerade despawnt ist. Macht Sinn. Keine Ahnung, warum der überhaupt an der Stelle despawnt ist, weil nie im Leben zu weit weg von seinem Spawnpunkt gewesen sein sollte. War er aber offensichtlich. Okay, so, Luftkämpfer, komm her. Ich hasse die dämlichen Luftkämpfer, dass sie halt dieses aus der Kombo rausspringen und dann nicht mehr anvisieren haben. Und dafür ist die Sorte Gegner echt extrem nervig. So, die haben wir auch erledigt. Dann sind irgendwo noch türkise Marsche gespawnt. Auch wieder 80 Meter über mir. Komm, geh drauf. Wunderbar. Du auch. Das ist halt wirklich so die Mission, wo man wirklich anfängt daran zu zweifeln, ob man nicht doch gefühlt 5 Elixiere gleichzeitig mitnehmen sollte, damit man diese ganzen Gegner nicht alle komplett mit 4 Kombos jeweils kaputt hauen muss, sondern einfach einen Zauber draufsetzen und sie verprügelt. Deshalb ist Magie in diesem Spiel so imbar. Man merkt es so langsam. Und weil halt hier wirklich noch das Problem mit dazu kommt, dass es mit dem Bewegen in der Luft manchmal nicht so ganz intuitiv ist. Halt Y zum Hochfliegen und B zum Runterfliegen und so ist nicht unbedingt das Intuitivste, was sie hätten machen können. Na gut, jetzt müssten wir eigentlich alle Gegner hier besiegt haben und alle Löcher untersucht haben. Von daher können wir jetzt endlich gehen. Hat ja lange noch gedauert. Vor allem, nachdem wir jetzt Tinkerbell einfach nicht geholfen haben. Sie ist ganz alleine zu dem Schiff. Ich hoffe, es geht ihr gut. Du hättest ihr auch einfach helfen können. Vielleicht hätte ich sie begleiten sollen. Ja, hättest du. Sei es, würde es nicht gefallen, wenn ich etwas entwickelt würde, was nichts mit der Mission zu tun hat. Aber ohne sie hätte ich das Ziel nie gefunden. Warum sie wohl mich ausgewählt hat? Weil du der Einzige da warst? In kilometerweitem Umfang? Als hätte sie gewusst, dass ich ihr glauben würde, dass ich fliegen könnte. Komisch. Fühlt sie an, als hätte ich das schon mal getan. Woran das wohl liegt? Ja, wie auch immer. Lass mal Tinkerbell halt alleine gegen Hook kämpfen. Was soll schon schlimmstenfalls passieren? Wirklich, Roxas, das sind Manieren. Unglaublich. Arbeit erledigt. Yep. Norm. Shion schläft noch. Schätze ich. Axel, das wirst du nicht glauben. Ich bin heute geflogen. Geflogen? Ja, wie ein Vogel. Naja, so in der Art. Ist schwer zu erklären. Na, ich kann es mir vorstellen. Kannst du? Das kann man gar nicht beschreiben. Ich habe mich darauf gefreut, dass sie uns Shion das erzählen. Ja, okay. Zu fliegen fühlte sich so vertraut an. Als hätte ich das schon mal getan. Komisch, oder? Ich wünschte, Shion würde aufwachen, damit ich sie alles erzählen kann. Tja, da muss man ein bisschen warten. Besiege den Wellenberg. Mission Nummer 53, erfolgreich abgeschlossen. Und dafür haben wir 3 Vitra-Rezepte, 3 Kombo-Techs und vor allem 3 Glückstechs gekriegt. Ein Material, das zum Schmieden einer Tafel, die Glück verleiht. Und wir haben Gleiter bekommen. Drücke Y, um den Wind zu reiten. Halte den Knopf gedrückt, um in der Luft zu bleiben. Ja, sinnvolle Dinge, die wir gekriegt haben. Damit werden wir dann beim nächsten Mal wieder in vorherige Missionen zurückgehen können. Und Sachen einsammeln können, die wir bis dahin verpasst hatten. An Tag 176. Aber bis dahin machen wir an dieser doch sehr langen Folge erstmal eine kleine Pause und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Aloha.